Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 13 von der zweiten Staffel von Towns. Ja, da sind wir in unserem Spiel drinne. Gut, hier unten sind wir, da haben wir letztens noch ein paar Steine abgebaut. Ich glaube, ich gebe mal gerade hier noch etwas mehr in Auftrag. Ich bin mir nicht sicher, aber wir müssen ja oben noch was bauen. Das hat der Michael geschrieben gehabt. Ich war jetzt gerade am Überlegen, warum ist die Farbe hier sich am Ändern, aber es liegt an der Tag-Nacht, an dem Tag-Nacht-Wechsel. Der da ist. Gut, das haben wir erst. Das ist ein Dungeon Wall. Und die beiden mal auch, um da vielleicht ein bisschen weiter zu sehen. Gut, da kräht der Hahn. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch hören kann. Ich habe die Lautstärke natürlich von der Musik etc. ein bisschen noch zurückgedreht. Gut, hier geht's runter und der Michael meinte, wir sollten hier irgendwo oder vielleicht sogar hier in der ersten Etage den Steinmetz hinlegen. Tja. Und Deko sollen wir machen bei den Feldern. Jetzt bin ich am Überlegen. Aber ich wollte gerne einen Raum haben, der für den Steinmetz in dem Sinne ist. Es macht Sinn, hier den hinzumachen, weil die kommen ja mit den Steinen hier hoch. Vielleicht machen wir das hier hin, ne? Oder? Komm, erstmal Äpfel ernten. Und wenn die Äpfel weg sind, dann fällen wir die ganze Geschichte so, oder? Ja, denke ich mal, ja. Steine bzw. Wände machen wir hier. Und hier machen wir die Wände auch gleich weiter. Sag ich mal 3, oder? Dann eine Tür. Ja, super. Und dann muss das hier schon weg. Den machen wir gleich sofort weg. Ja, würden Sie bitte mal gerade die Birnen da vom Baum holen? Chop down trees. Ich glaube, hier können wir sie alle wegmachen schon. Und da fehlt noch ein klein bisschen, dann kommt das auch weg. Gut, machen wir. Und wie groß muss das werden? Gute Frage, ne? Ich glaube, die können die genauso groß machen wie den Raum. Und ein bisschen länger. Warte mal, 3 Tür, 1, 2, 3. Bis hierhin wär's. Super. Sieht auch richtig gut aus, dass das da so gebaut wird. 3. Das heißt, hier müssen wir auch rüber. Gut, die holen das bestimmt ja alle gleich da weg, ist auch klar. Ach so, wir können erstmal den Raum überhaupt als solches dahin machen. Masonry. So, das passt dann. Und ja, gehen wir nach hier unten, wo er ist. Und dann machen wir den Tisch erstmal unlock. Die Kerze kann eigentlich auch unlock. Und die bauen wir dann hier rein, ne? Läuft unter Werkzeug. Masonry's Table ist da. Aber da mache ich dann gleich mal 2 hin. Ja, da fehlt uns noch eine Reihe. Naja, ist ja auch egal. Lassen wir es so. Passt schon. So, ein Tisch sollte jetzt hier rüber getragen werden. Eine Kerze wollte ich noch haben. Deko, Licht, Kerze. 1, 2. Dahin und der Raum müsste ausgeleuchtet sein, oder? So, Tisch ist da. Das heißt, wir können hier unten den schon deleten, ne? Delete Masonry. Gut, die Kerze wird da weggenommen und hoffentlich auch gleich schon passend hingebracht. Hier sollten wir überlegen, eine Brücke rüber zu machen. Oder? Nee, die können auch da rumlaufen. Können auch da rumlaufen, oder? Gut, Kerze steht, Licht ist an. Hätten wir die Kerze da hingestellt, hätten wir hier den Fleck gehabt. Okay, passt auch. Kann so bleiben. Aber irgendwie müssten doch hier. Oder sehe ich das falsch? Warum sind die Mauersteine da nicht mehr angezeigt? Ha? Ach, das ist vielleicht weggegangen, weil ich den Tisch losgemacht hatte und dann ging das nicht. Genau so war's. So wird's gewesen sein. Alles klar.
1, 2, 3 haben wir gesagt, da kommt eine Tür hin. Und der letzte, da liegt natürlich das Holz, deswegen geht das nicht. Ich könnte den natürlich expandieren. Machen wir auch, glaube, ne? Machen wir doch richtig symmetrisch hier ändern. Gut, dann muss hier noch die Wand nach da. Geht jetzt da in den letzten zwei Stücken auch nicht, soll aber egal sein. Das sieht nur so aus, ne? Weil da keine Kerze leuchtet, oder? Und sind die Steine passend. Gut, hier erstmal ernten und dann kann der aber auch gleich, sag schon, gefällt werden, damit er da nicht im Weg steht, in Anführungsstrichen. Steine sind noch da. Okay, haben sie um die Ecke nicht geguckt. Das nehmen wir auch noch weg, den auch noch. Und da arbeiten wir uns auch ein Stück noch vor. Und wenn wir schon hier unten sind, können wir das auch gerade machen, ne? Okay. Was machen wir dann? Ach so, Dekoartikel war noch gefragt für Michael. Der wollte hier noch irgendwas Schönes draußen hin haben. Dann dekorieren wir für Außengelände. Hier ist Deko. Das war Outside, ne? Outdoor, ja. Und dann machen wir ein paar schöne Sachen hier hin, oder? Aber wo? Da sollen die Ställe hin. Hier können wir auf jeden Fall was hinmachen, genau. Da machen wir mal den hin. Das war ja der. Und machen wir da ein Blümchen hin und... Ach so, das zieht man auch flächig, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da ein Blümchen hin. Und da auch. Und die schicken roten, die machen wir dahin. So, dann haben wir das. Okay. Was ist das denn hier? Fishing Dock, okay. Passt, das können sie erstmal bauen. Frage, ob sie es bauen können. Da fehlt uns wahrscheinlich hier gelbe Blumen und rote Blumen. Und wo ist noch? Eine rote Blume vielleicht noch und blaue brauchen wir auch noch. Na, das sieht aber schlecht mit Blumen hier gerade aus, wa? Hm. Die haben sie schon gemacht. Da oben ist nochmal rot. Ah, und blau ist nur ein paar Etagen höher. Lass uns erstmal das machen und dann sehen wir weiter, was passiert. Oh, in der Mitte ist der schon gebaut worden. Miniaturgarten, aha. Kühe haben wir da. Hm. Wie sieht's überhaupt mit Essen aus, wo wir gerade dabei sind? Ja, Brote sind schon mal wenigstens zwei auf Vorrat. Äpfel und Bier haben wir natürlich reichlich. Läuft also. Mhm. Schauen wir mal. Was wir als nächstes machen. Hier haben wir noch eine Wand gezogen. Ich weiß gar nicht mehr, was das Vorhaben war. Ah, das war jetzt nix. Aber das ist jetzt was. Machen wir erstmal da. Eine Wand hin. Küche? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Harvest Wild Bamboo. Gut. Okay, die Blümchen werden gemacht. Ach so, eine rote hatten wir noch. Zwei blaue fehlen uns dann noch, ne? Genau. Ich war jetzt gerade eben am Überlegen, welche Blumen uns denn da fehlen könnten. Hier haben wir den Berg schon eine Etage abgetragen, sehe ich gerade. Es läuft unter Dick, also war das richtig. Na, jetzt ist nicht ausgewählt, oder was? Machen wir so, egal. Wird schon werden. Und da. Okay. Das ist ausgewählt.
Gucken wir mal weiter. Da läuft der mit dem Holz nach da. Das ist auch prima. Ne, alle Türen haben wir noch gar nicht überbaut, sehe ich gerade. Da unten ist noch einer am Fehlen, ne? Und die anderen sind alle überbaut. Ach, da sind noch so viele Möglichkeiten mit Bauen hier, ne? Ja, guck mal hier. Ach so, okay. Dann muss der da hin und der da hin. Und wollten wir das gegenüber gleich machen oder umgekehrt? Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall machen wir das erstmal so zu, oder? Gut, die haben was zu tun. Das ist schon mal prima. Der Scaffold zerfällt gerade hier schon. Und dann müssen wir gucken, wie wir da weitermachen. So, das war hier das Problem. Die Tür sitzt da eigentlich ein bisschen verkehrt, ne? Aber wir können den Raum ja expandieren und dann die Tür direkt da reinmachen. Müssen wir mal gucken, oder? Da ist eine Zange. Holz wäre reichlich da. Und mal, das Deko-Element ist hier schon fertig. Ja. Machen wir noch was, oder? Hier vielleicht hin. Den, ne? Und... Noch ein paar Blümchen drumherum. Machen wir so, oder? Dann können die auch da dran gehen an die Figur und das Schild lesen, wer das war, oder? Gut, hier sind wir schon ein ganzes Stück weiter und da ist auch Platz jetzt, um noch ein bisschen Erdarbeiten zu machen, beziehungsweise Erdarbeiten, Mauerarbeiten zu machen. Und da. Und da. So, passt schon mal. Ah, wird wohl nicht gehen, weil hier unten doch sind noch Steine da. Gut. Hier ist ein kleiner Blick weitergekommen, oder? Wie sehe ich das? So, das haben wir. Hier kann man auch nicht mehr sehen. Ja, das ist jetzt doof gelaufen. Ist aber auch egal, das wird schon passen mit dem Abbauen da. Ja. Mache ich so, fertig. Gut. Einen mache ich da und dann gucken wir mal, wie das wird, oder? So, hier ist die Treppe nach oben auch. Kommen welche, um das abzubauen? Eine Person, die anderen sind alle beschäftigt, wa? Ne, die holt sogar nur einen Stein. Okay. Müssen wir mal gucken, wie das wird. Hier muss noch Holz geschlagen werden. Wird das auch gemacht überhaupt? Ja, wir haben ja Holz hier drin. Jetzt wird das ja nicht gemacht werden. Stein wurde geholt. Da sind jetzt welche unterwegs nach hier. Ah, okay, ein ganzer Bautrupp. Gucken wir hier gerade runter. Ah, der könnte sich mal passend umdrehen, damit wir mehr sehen, ne? Auch nichts weiter geöffnet hier. Da oben können wir auch nicht mehr sehen, oder? Ne, wird leider auch nichts frei. So, letzten Zweier, wo gehen die hin? Ah, einer geht hier hin. Da können wir jetzt wenigstens was erkennen. Das war ja jetzt richtig viel, was da frei geworden ist, oder? Naja, was will man machen? Wie sieht das überhaupt hier so aus mit Ausrüstung?
Passt alles noch. Müssen wir irgendwann mal verbessern, ne? So, da wird schon wieder Nacht. Ich würde jetzt gerne hier noch sehen, dass der einer kommt und das macht. Aber wird wohl nix. Da kommt er, endlich. Oh, haben wir ja viel mehr gesehen jetzt, ne? Ach, hier ist das Wasser, okay. Naja, okay, aber das lassen wir erstmal so gut sein. Ich denke mal, für die Folge soll es dann auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.